Herzlich willkommen bei Cleopatra Orakel, hier bei Selbstständigen Orakel für die kommende Woche. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und was mich wirklich bei euch interessiert, wie die letzte Woche bei euch war. Die war nämlich energetisch sehr gewaltig. Die Qualität dessen, was man letztendlich erlebt hat, hängt immer damit zusammen, an welchen Art von Prozessen man sich befindet, wie heftig man noch mitverwickelt ist, welche Abnabelungsprozesse noch nicht stattgefunden haben und. Also das heißt, es muss nicht für jeden ein Riesenthema gewesen sein, aber falls ihr auch so Durcheinander oder eigene komische Zustände erlebt habt, dann hängte das mit großartigen Prozessen und Energien zusammen, die letzte Woche gewirkt haben, damit wir neu aufgestellt in die kommende Woche durchstarten können. Ja? Das Thema ist und war immer in unser Selbst zurückzufinden, um sich abzunabeln von Meinungen anderer, von Beeinflussung von anderen, von dem, ob wir wirklich wir authentisch sind oder immer noch nur ein Repräsentant von Wünschen von anderen und so weiter und so fort. Ja? Zu sich selbst stehen, ja, einstehen für sich selbst, ja. Also falls da Konflikte entstanden sind, zum Beispiel letzte Woche oder die, also diese Woche, dann hängt es generell damit zusammen, dass du zu dir stehst, unabhängig davon, was danach geschieht. Ja. Kann natürlich auch noch andere Themen gewesen sein. Das musst du mal schauen, womit das bei dir zusammenhängte und wo eigentlich der Ursprung des Geschehens gewesen ist. Für die, die neu hier auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Ich kläre die Energien für die Selbstständigen immer mit meinem geistigen Führer, den mexikanischen Sonnengott Kimich Ahau. Und mit dem habe ich mich natürlich auch vor dem Drehen schon verbunden. Und das, was entstand, wir saßen quasi auf einem Tisch, also das war genau gesagt mein Küchentisch, ja. Wir saßen da und er reichte mir ein DIN A4-Blatt mit einem Stift. Das Blatt war leer und ich durfte quasi alles neu schreiben. Ja, das bedeutet, wir wurden, soweit es uns möglich ist und soweit wir es auch selbst zugelassen haben, die Themen bereinigen und jetzt dürfen wir die Geschichten und die Projekte und also genau gesagt hat der Businessplan gesagt, ja, jetzt darfst du den Businessplan nochmal schreiben. Also irgendwie sind da Prozesse entstanden, die ein Cancel Reset eingeführt haben und wir dürfen jetzt neu durchstarten. Schauen wir mal, wie sich das in den Karten zeigt. Bin schon sehr gespannt. So, was sind denn die Energien, die die so noch herausfordernd in der kommenden Woche auf uns zukommen? Ja, Konzentration auf sich selbst. Wer bin ich, was will ich, was liebe ich und was will ich jetzt beruflich umsetzen? Ja? Genau, der Zugang zu neuen Welten ist offen. Wir dürfen da hinausgehen und nehmen, was wir wollen. Wir müssen nur wissen, was wir wollen. Ja? Sehr, sehr schön. Normalerweise ist es die Karte des Neids. Das habe ich noch nie so gedeutet. Ich deute immer die Bilder, nicht unbedingt die Unterschriften. Aber das erste Mal nehme ich das wahr. Da musst ihr noch mal gucken, ob ihr nicht vielleicht so Neidgefühle habt, im Sinne, dass anderen es alles leichter fällt und ich muss immer so ackern oder was auch immer. Oder ja, irgendwie so ein zu viel im Außen zu gucken, weil wir so leer sind und gerne da so einen Anker im Außen suchen. Das kann natürlich vorkommen, ja. Entschuldigung, das ist die Ah ja, Karma-Karte. Ja, und hier geht es darum, wollen wir uns wieder im Kreis drehen oder wollen wir tatsächlich neue Wege gehen? Die Möglichkeit hast du. Du bist im Wandel und du darfst dich jetzt dein Leben komplett neu aufstellen. Und da neigen wir immer wieder dazu, dass wir gerne immer das machen, was wir schon kennen, ja. Aber genau darum geht es nicht, weil das ist eine Sackgasse. Ja? Es geht hier darum, dass wir jetzt neue Wege gehen. Trauen wir uns? That's the question. Genau. Jetzt dürfen wir das so sein, so wie der Gott uns erstellt hat, gestellt hat und
unseren tiefen Ursprung, mit dem wieder verbunden zu sein und zu dem zu stehen, ja, das, und jetzt dürfen wir was draus machen, ja. Das könnte tatsächlich mit Neid oder mit irgendwelchen anderen negativen Gefühlen in Zusammenhang gebracht werden. Vielleicht auch der Zweifel daran, ob ich das wirklich drauf habe, Herrscher zu sein, ein Unternehmer zu sein. Ja, also ich sag dir ja, du hast alles drin, ja. Aber du bist verwirrt irgendwie. Vielleicht zu viele Möglichkeiten, die dir parat stehen und du weißt nicht, hast vielleicht Angst, das zu greifen, was gerade nicht funktionieren wird. Fatum, habe ich gesagt, Sackgasse. Ja? Nicht sich im Kreis drehen, nicht nach dem leichten Weg greifen, sondern die, die dich in neue Welten reinbringen. Also ganz wichtig. Das Alte ist eine Sackgasse, aber du kämpfst da so ein bisschen mit sich selbst. Ja? Und was ist im Wandel? Genau. Vorwärts oder Altes? Vorwärts oder Altes? Das sind diese Ketten, ja, aus denen wir uns lösen sollen. Die sind eigentlich gelöst. Das Problem ist, Menschen sind Gewohnheitstiere und wir gerne das tun, was wir schon kennen, ja, weil wir da schon wissen, wie wir zu agieren haben. Aber genau das möchte sich lösen. 7 und 15 ist 22. Das ist dann, glaube ich, genau. Also quasi 21 Karten hat die große Arkana und die 22. ist dann der Narr. Und dann haben wir noch die 8, die Kraftkarte. Genau, wenn wir da verbleiben, dann wird das nur ein Kraftakt wieder. Ja, und das, was habe ich gesagt? Die Kraftkarte, ne? Genau, 8 plus 7 ist dann 15. Genau. Also im Grunde genommen aufpassen. Ne? Wir können neu starten, komplett als wie unbeschriebene Blatt, oder wir kämpfen weiter in dem alten Systemen, die wir eigentlich nicht wollen. Die Möglichkeiten haben wir, okay? So, ich möchte gerne jetzt 5 Karten haben für die Projektentwicklung in diese kommende Woche. Der Wagen. Sehr schön. Das gefällt mir am besten. Wir sind noch blockiert diese Woche. Das fehlt alles noch ein bisschen schwierig. Das Ass des Feuers ist da. Eine großartige Chance, Karrierefortschritte zu machen, das Leben, eigenes Leben zu ändern. Wir sollten uns total fokussieren darauf, was kommt, was zu beenden ist und nochmal neue Wege zu gehen. Ja, aufgeregt, neugierig, neue Geschichten reinzubringen. Ja. Vielleicht das Gleiche, aber auf eine andere Art. Ja? Das Unternehmertum, das Unternehmens und die Lust, ein Unternehmer zu sein, das neu zu definieren. Ja? Auch das, was es einfach mal ausmacht. Und dann geht's los. Ja? Perfekt. Das, was ich gesagt habe, das muss zurückgelassen werden. Ja? Neue Wege mit Leidenschaft, Motivation, Ambition, Charisma, vorwärts zu gehen, neue Wege zu finden. Lass mich kurz gucken, was ist denn hier? Ja, in dir stecken Möglichkeiten, von denen du noch gar nicht weißt. Und verlasse dich auf den Page der Stäbe, der ist sehr lernwillig und das ist ein sehr, sehr motivierter Typ, der sehr gerne auf Entdeckungsreise geht und lass es einfach zu und dann geht's vorwärts. Ich weiß noch nicht, warum der Wagen in diese Richtung geht. Das gefällt mir jetzt noch ein bisschen nicht, ja. Okay, vielleicht müssen da noch irgendwelche Erkenntnisse stattgefunden. Ass der Kelche. Entschuldigung, nicht Ass der Kelche, Ass der Stäbe und 10 der Kelche. Also jetzt geht es wirklich die Chance auf vollkommene Erfüllung im Beruflichen. Ja? Also die Chance haben wir, unser Leben zu ändern, damit wir endlich zufrieden sind. Ja?
Der König der Stäbe ist der, das ist der Unternehmer. Ja, das ist der Unternehmer, das ist ein offener Typ, das ist jemand, der sich total fokussiert, das ist ein Anführer, der Weitsicht besitzt und so weiter, eine sehr, sehr kreative Person. Aber auch der hat seine Schattenseiten im Leben erlebt, ja, und jetzt ist es wichtig, sich davon zu trennen, diesen Teil einen selbst, wo es immer irgendwie nicht funktioniert hat, einfach hinter sich zu lassen, okay? Vielleicht hast du da noch Themen, die du noch zum Abschluss bringen musst. Dann mach das bitte, ja? Mach das bitte in Liebe, in Heilung. Bitte nicht, dass das jetzt ein schwerer Klotz in deinem Leben ist, von dem du nicht sprechen müsstest. Also das ist jetzt ganz wichtig, ne? Also nicht einfach nur irgendwo vergraben im Sinne aus dem Augen, aus dem Sinn. Absolut nicht. Das funktioniert energetisch nicht, denn das ist immer da und vergiftet dein Inneres. Ja, wichtig ist, dass du eine heilende Abschiedszeremonie irgendwie machst, indem du in Liebe dieses Thema zurücklässt, deine karmischen Themen, die dich jetzt lange begleitet haben, aber jetzt dürfen sie gehen. Ganz wichtig, ja? Also nicht einfach nur unter den Teppich kehren, das wird nicht funktionieren, denn das wird wieder herauskommen. Genau, ich sag's ja. Wenn nicht, dann kommt es wieder raus und dann wird das dir ja, deine neue Entwicklung versauern, ja? Ganz wichtig, du brauchst deine innere Überzeugung davon, dass das Thema durch ist. Und jetzt verlasse dich auf deine Neugier, auf deine Offenheit für das Neue und dass du es packst. Okay? Ich sehe, dass du immer wieder noch zurückschaust. Du gehst zwar vorwärts, aber du schaust immer noch zurück nach dem, was es war. Ja? Okay, sehr, sehr gut. Der Wagen kommt, der innere Druck kommt. Wichtig ist, dass man sich ja, sehr, sehr schön. Okay. Du hast ein Thema. Ja, das sind die acht der Luft, ist genau acht der Schwerter. Ja. Es geht darum, es geht um Umsetzung. Wir sind in der Umsetzungsphase, ja, mit dem Vollmond auch im Steinbock. Und darum geht es ja. Die Nachwehen kommen noch natürlich von dem Vollmond. Und jetzt geht es in Umsetzung. Abschluss von alten Geschichten und Umsetzung dessen, was keine Illusion ist, sondern realisiert wird, ja? Dass man nicht nur Pläne schmiedet, sondern auch es umsetzt. Und hier ist es ganz wichtig, die Energie wird dich dazu drängen, nicht nur Pläne zu schmieden, sondern tatsächlich auch in die Umsetzung gehen. Da bist du noch ein bisschen blockiert, ja? Weil dir das Selbstvertrauen fehlt, weil dir Ängste aus der Vergangenheit immer noch mitschwingen. Deswegen ganz wichtig, hier einen tollen Abschluss zu finden, okay? So, dann schauen wir uns nochmal die Energie des der Finanzen in der kommenden Woche. Okay, die wird gut sein vom Gefühl her. Okay, ich kriege gerade den Satz nochmal rein. Was würdest du tun, wenn dir jetzt voller Sack Geld zur Verfügung stehen würde und sagen würde, da kannst du deine Pläne realisieren, was würdest du dann tun? Ja, okay, zeigt sich auch nochmal ähnliches Bild wie da oben. Also erstens, ja, diese Energie, es geht vorwärts, das wirst du nächste Woche spüren, aber das ist genau die gleiche Energie hier. Das Alte schwingt noch mit. Warum auch immer, das Alte schwingt noch mit und das belastet dich, ja. Sich nochmal auf etwas Neues einzulassen, fällt dir schwer, ja. Und ich sehe aber die Geldenergie, die auf dich zugeht, ja. Schau mal, ich bin da, was machen wir draus? Erzähl mir, was für Pläne hast du mit mir? Welchen Erfolg möchtest du mit mir feiern? Ja, lass uns das machen und du sagst, ich weiß es nicht, ich kann keine Entscheidung treffen, weil ich Schiss habe, dass es schon wieder schief geht. Ja, dann setzt du dich aber an die Arbeit. Also hier ganz wichtig, sich von der komischen Energie, die dich noch runterzieht mit der Vergangenheit, sich zu entblockieren. Ganz, ganz wichtig, okay? Du hast einen inneren Reichtum in dir, ja? Genau. Du wirst Chancen haben für deinen Wohlstand, aber du wirst es möglicherweise ablehnen. Das ist genau das, ja?
bist eingeladen, in die neue Welt zu gehen. Du sagst, ja, aber das habe ich schon mal probiert, aber das hat nicht funktioniert. Ja? Es gibt Leute, und jetzt nochmal, das ist diese Neidgeschichte, die ich zum ersten Mal spüre. Es gibt Leute, die es geschafft haben. Ja, die gibt es da draußen. Ja? Aber mir ist das nie gelungen und ich weiß es nicht. Also kann sein, dass du das irgendwie versaust, die Chance nochmal Herrscher zu sein, ablehnst. Ja? Aber das Geld geht auf dich zu. Ja? Du bist Königin der Stäbe, Königin der Münzen, Entschuldigung, was deine karmische Aufgabe war. Ja? Du bist Königin der Münzen und jetzt kommt der König der Münzen auf dich zu. Und ich meine hier kein Mann, sondern die Geldenergie geht auf dich zu, weil du es dir verdient hast. Ja? Und sagt, here I am, was machen wir draus? Erzähl mir mal. Welche Erfolge möchtest du feiern? Da denkst du nach. Da denkst du nach. Was würde mir gut tun? Was ist meine Wunscherfüllung? Wie würde ich das am liebsten realisieren wollen? Blabliblub. Ja, wartest du auf die Erleuchtung? Ja. Und wichtig ist, aus dem Herzen agieren, aus der Fühle agieren und nicht in Bezug auf die schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit, in Bezug auf deine Gelderfahrungen. Und dann geht es auf die Arbeit. Altes geht, Neues kommt. Bombastisch. Gefällt mir wahnsinnig gut. Brauchen wir eine Zeitkarte? Wann kommt der Wagen? Doch, 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 doch. Das machen wir noch. Wann kommt denn der Wagen hier? In der kommenden Woche. Wann kannst du mit dem Vorwärtsgehen endlich rechnen? Ich habe den Wagen hier zweimal. Es ist alles im Fluss in 8. Tag, also Ende der Woche. Ich drehe das jetzt am Samstag, also Sonntag Richtung. Ja, also wirklich Wochenende. Lass mich noch mal kurz was gucken. Es ist alles im Fluss und das ist der wichtigste Satz überhaupt in diesem Reading. Es ist alles im Fluss. Nächste Woche. Das ist auch die 26. Kalenderwoche, das ist auch die 8. Ja, deswegen kriege ich gerade die Info, ich sollte nochmal nachziehen. Okay, danke. Steinbockkarte, realisiere den Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Ja, es geht gut voran und das ist in 2 Tagen. Okay. Alles klar, das heißt Wochenanfang doch. Lass mich nochmal kurz gucken. 28. Das ist der Montag. Jetzt pass auf. Die 10 ist immer die Vervollständigung. Ja, ich habe hier 10. Luft, Abschluss. Ja, und jetzt geht es Richtung 10. der Stäbe, Abschluss. Und jetzt darfst du dich 10. der Kelche und 10. der Münzen widmen, ja, damit das Ganze endlich positiv abgeschlossen wird und nicht mit dem Schlechten. Das ist immer die Anstrengung, Überforderung und ja, Todeskarten, die kein Mensch braucht, ja. Abschluss der Karma und jetzt darfst du deine Erfolge realisieren, wenn du dich dem Thema widmest. Ich wünsche dir alles. Ach so, und das ist, nee, das ist nicht, das Schicksal ist die 10. Karte. Okay, egal, vergiss es, was ich gerade gesagt habe. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und war schön, dass du wieder dabei bist. Ich finde die Karten sehr, sehr gut und passend zu der Woche, die wir gerade zum Abschluss gebracht haben. Ich wünsche dir alles Liebe. Tschüssi!